Parlamentariern, die sich heute zum ersten Mal Pressefragen stellten nach ihrem Überraschungssieg. Das zeigt uns natürlich, dass wir da auch in ein Vakuum meiner Ansicht nach hineingestoßen sind, was sich gebildet hat, weil die anderen Angebote, die es halt bisher gab, die politische Landschaft einfach zu schlecht war. Doch neben Themen wie Datenschutz oder Informationsfreiheit haben die Berliner Piraten, fast eine reine Männerrunde, längst auch andere Politikfelder besetzt. So finden sich in ihrem Programm Forderungen wie bedingungsloses Grundeinkommen oder kostenloser Nahverkehr wieder. Aber auch Trennung von Staat und Religion, Vorkaufsrechte für Mieter oder der gesetzliche Mindestlohn. Und womöglich ist der Berliner Erfolg erst der Anfang. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Piraten auch noch das eine oder andere Landesparlament entern können. Auf der Bundesebene wird es natürlich sehr viel schwieriger werden, aber auch dort ist nichts ausgeschlossen. Doch für viele Berliner scheint klar, Piratenstimmen waren auch Denkzettel. Das ist aber schon ein Ausdruck von Protest, dass man halt irgendwie sagt, man kann die anderen gar nicht mehr wählen, weil alle das Gleiche machen und Piraten ist halt was anderes. Weil die althergebrachten Parteien, sie bieten ja keine neuen Ideen und Ansätze. Jetzt müssen die Piraten beweisen, welche neuen Ideen und Ansätze sie umsetzen können. Klar machen zum Ändern. Die Piraten haben bei den Berliner Wahlen fette Beute gemacht. Mit 8,9% ziehen alle 15 Kandidaten ins Abgeordnetenhaus ein. Und wie es sich für Netzaktivisten gehört, bricht der Jubel zeitgleich im Internet und auch bei Bloggern aus. Wenn man die Piraten wählt, das ist eine Wahl für etwas, nämlich für eine Veränderung. Und vielleicht auch dafür, dieses Ganze, was einem so gleichmäßig erscheint, so gleichförmig erscheint, mal ein bisschen zu durchbrechen und mit neuen Ideen und Gedanken zumindest durchaus auch zu stören. Der Erfolg der Piraten ist eine schallende Ohrfeige für die etablierten Parteien. Jetzt sind sie die stärkste liberale Stimme in Berlin. Direkter Kontakt mit den Bürgern, lockere Sprüche und witzige Plakate. So konnten sie bei den Grünen und der SPD kapern, mit naiver Ernsthaftigkeit viele Nichtwähler mobilisieren. Wir haben durchaus ein Wahlprogramm erarbeitet und vielleicht wird es jetzt auch an der Zeit, dass eben die anderen Fraktionen auch mal da reinschauen, was tatsächlich drinsteht. Das sind mehr als zwei Themen ausgedruckt, über 50 DIN A4 Seiten. Ich denke, da wird sich einiges finden lassen, womit man auch in Berlin tatsächlich erfolgreich Politik machen kann. Keine Partei hat sich so konsequent Netzthemen auf die Fahne geschrieben wie die Piraten. Sie fordern Transparenz und kritisieren staatliche Eingriffe. Die Bürger sollen über das Internet mitreden können. Flüssige Demokratie heißt das bei den Piraten. Aber was sind das eigentlich für Typen? Wir haben dabei Geschäftsführer, wir haben dabei Studenten, wir haben dabei, so wie mich, Industrieelektroniker, die eben sonst auch im Berufsleben stehen und ihrer Arbeit nachgehen. Durchaus aber politisch interessierte Kandidaten eben, also die sich dafür einbringen möchten, Politik anders zu gestalten und ja, die Zukunft von Berlin mitzugestalten. Und dafür müssen die Piraten auch an soziale Themen ran. Bedingungsloses Grundeinkommen, die Legalisierung weicher Drogen und kostenloser Nahverkehr. Ein Stachel im Sitzfleisch der Etablierten und laut Eigenaussage die einzige freiheitlich-liberale Partei in Deutschland. Mal schauen, ob sie mit ihrer Beute auch umgehen können. Wo sind die Piraten? Frug heute jemand bei uns auf der Facebook-Seite. Die Antwort ist ganz einfach. Erstens im Parlament und zweitens heute Abend hier. Herzlich willkommen, Christopher Lauer. Servus. Bitteschön. Ich muss jetzt was trinken. Gerne. Hattest du, kann ich in der Zeit fragen, mit diesem Erfolg gerechnet? 9% heute Abend? Oder hat es euch das selber umgehauen? Nö, also wir sind noch immer ziemlich weggehämmert. Ich bin auch ziemlich beeindruckt und sprachlos eigentlich. Okay. Das ist schon ziemlich krass. Also wir haben schon, da hatte ich auch schon vor einem Jahr gesagt, wenn wir jetzt irgendwie in Berlin ackern, dann schaffen wir das mit den 5%. Also wir haben gesehen, wenn wir viel arbeiten. Und ihr habt wahnsinnig viel gearbeitet. Ich war gerade gestern in Mitte unterwegs und da hast du an fast jedem zweiten Laternenpfahl gehangen. Mhm. Da ist wahnsinnig viel Geld reingeflossen, offensichtlich in diesen Wahlkampf. Oder wie habt ihr es organisiert? Nö. Also bei den Plakaten haben wir tatsächlich so ein bisschen mit dem Minimax-Prinzip gearbeitet. Okay. Wir hatten 12.000 Plakate hängen, haben dann nochmal 1.000 irgendwie nachbestellt. Das heißt, es hängen irgendwie 13.000 Plakate ungefähr in der Stadt. Ja. Und wir haben halt jetzt nicht die Hauptstraßen irgendwie zugeschissen, sondern
Wir haben halt geguckt, dass das vor Cafés hängt, da wo sich die Leute halt aufhalten. Also die Berliner kennen die Piraten, nicht alle kennen die Piraten bei euch vielleicht zu Hause im Bundesgebiet. Und damit ihr Christoph kennenlernt, Christoph Herr, und noch einen kurzen Steckbrief angefertigt. Hier ist er. Christopher Lauer beweist, dass man auch an der Spree Pirat sein kann. Vor 3 Jahren war Christopher in China, das war für ihn ein wichtiger Moment. Ich habe gesehen, dass man Demokratie aktiv leben muss, sagt er heute, dass man für die Bürgerrechte eintreten muss und für Informationsfreiheit. Genau deshalb hat er sich den Piraten angeschlossen. Im Herzen und auf der Bühne ein Schauspieler. Beruflich bei einem Software-Startup, politisch bei den Nerds und eigentlich aus Bonn. Das ist eine typisch Berliner Mischung. Ach so, Berlin ist arm und sexy und das stellt Christopher klar. Das ist ein Zitat von Klaus Wowereit. Eine Frage noch an den Christopher. Wir hatten dieses Video vorhin kurz gesehen. Der Christoph Bieber hat es gezeigt. Ihr Spitzenkandidat hat in einer Fernseh-Talkshow-Runde ein inhaltlich schwaches Bild abgegeben. So schwach, dass dieser Clip dann gleich im Netz für ordentlich Gelächter gesorgt hat. Ja. Ihr seid im Thema Netz drin, keine Frage. Wie wollt ihr euch jetzt inhaltlich für die anderen Themen aufstellen, wenn ihr mit 15, ich glaube 16 Abgeordneten im Abgeordnetenhaus Politik machen müsst? Oder wollt ihr bei diesem Netzthema bleiben? Nö, also ich glaube, das ist ganz klar, dass sowas nur einmal funktioniert und man uns das nur einmal nachsieht. Wir müssen uns jetzt natürlich einarbeiten. Das erwarten die Leute von uns und das wird auch passieren. Wir hatten in den letzten 2 Jahren bei den Piraten in Berlin eine ziemlich steile Lernkurve und ich denke, wir werden auch dann jetzt im Abgeordnetenhaus eine ziemlich steile Lernkurve haben und es steht natürlich außer Frage, dass wir uns da einarbeiten müssen. Ihr werdet im ganzen Bundesgebiet gespannt beobachtet von den eigenen Parteifreunden nämlich. Wo werdet ihr euch jetzt konzentrieren, nachdem ihr jetzt in Berlin so erfolgreich wart? Wisst ihr schon, wie ihr euch als nächstes angreifen wollt oder wo ihr euch eine reale Chance ausrechnen werdet? Ich glaube, wir müssen einfach gucken, dass wir irgendwie das, was im Berliner Wahlkampf gut gelaufen wird, auch auf andere Flächenländer übertragen. Weil ich glaube, es liegt nicht so sehr daran, dass Berlin eine Stadt war, sondern dass wir hier einfach intensiv Wahlkampf gemacht haben. Ich glaube, in der Fläche kann uns das auch gelingen und wir machen halt einfach weiter. Warum ist es so, dass gerade dieses Thema Netz bei vielen offensichtlich so zieht, dass sie sich für euch entscheiden? Ja, also ich glaube, das Internet zerkloppt halt ziemlich brutal so die Paradigmen des 19. und 20. Jahrhunderts in vielen Dingen wie Arbeit, Urheberrecht sehen wir es ja auch. Und die Antworten der Politik kommen aber im Moment auch aus dem 19. Jahrhundert. Als wir irgendwie im 19. Jahrhundert eine freie Presse hatten, war die erste Reaktion Zensur. Jetzt hat man auf einmal so ein unkontrollierbares Internet. Und was sagt man? Ja, wir brauchen Netzsperren, wir brauchen eine Vorratsdatenspeicherung. Das sind Konzepte, die funktionieren nicht. Und ich glaube, diese vielbeschworenen Digital Natives, die merken das auch, dass das so nicht funktioniert. Puder für den Piraten. Daran muss sich Gerwald Klaus Brunner erst noch gewöhnen. Seit seiner Wahl ins Berliner Abgeordnetenhaus ist Brunner plötzlich ein gefragter Mann. Doch selbst als zukünftiger Berufspolitiker will der gelernte Industriemechaniker seinen Blaumann nicht gegen Brioni-Anzüge tauschen. Und auch von spezieller Vorbereitung auf große Auftritte wie in dieser Talkshow hält der Pirat herzlich wenig. Das kommt von selber, das ist einfach Übung. Ich sage, den einen ist es gegeben, ich sage mal so, da habe ich vielleicht durchaus ein kleines Talent, dass ich das vielleicht etwas besser kann als andere Mitpiraten aus meinem Landesverband. Doch die Konkurrenz schläft nicht. Simon Kowalewski, ebenfalls Neuparlamentarier, wollte eigentlich als Zuschauer eine Diskussion über Bürgerbeteiligung besuchen. Jetzt erobert er selbst das Podium und hat Spaß an der Aufmerksamkeit. Na, man kommt mit Leuten in Kontakt, man kann seine Meinung zu Themen äußern, irgendwie man hat eine Wirkung. Auch wenn ich jetzt noch nicht mal irgendwie im Abgeordnetenhaus im Plenarsaal jemals einmal war, irgendwie. Doch zumindest von außen hat er sich seinen neuen Arbeitsplatz schon mal angesehen. Ich weiß noch gar nicht, wo die Piraten dann sitzen. Auf dem Diagramm waren sie ja immer ganz rechts. Das ist natürlich jetzt nicht so gut von der politischen Aussage her. Im Abgeordnetenhaus will Kowalewski mit seinen Piraten für ein bedingungsloses Grundeinkommen kämpfen, für freie Fahrt im öffentlichen Nahverkehr und für die Legalisierung weicher Drogen. Ganz basisdemokratisch sollen die Mitglieder in allen inhaltlichen Fragen mitreden. Alles mit Hilfe des Internets. Und völlig transparent soll es dabei zugehen. Doch beim Zauberwort Transparenz geraten die Piraten schnell an ihre Grenzen. Die Frage, ob die Auswahl des Fraktionsvorsitzenden im Internet übertragen werden soll, sorgt für den ersten Knall. Die Fans stört das Chaos nicht. Im Gegenteil. Zum Piratenstammtisch kommen so viele Interessierte wie noch nie. Da bleibt keine Zeit mehr für Simon Kowalewskis eigentlichen Job, sein veganes Café. Ab sofort geschlossen. Sitzungsstress statt Sojamilch. Die Piraten müssen ihren Fraktionschef küren. Crying out for change.
könnte durchaus sein, dass das jetzt erstmal die absolute Psychonummer wird. 15 Leute mit unterschiedlichen Ideen, manchmal auch sehr widersprüchlichen Vorstellungen, die jetzt zusammenarbeiten müssen. Es könnte also auch durchaus sein, dass wir uns erstmal ordentlich anschreien müssen, damit wir dann hinterher gut zusammenarbeiten können. Doch selbst dieser gruppentherapeutische Ansatz brachte kein Ergebnis hervor. Das Thema Fraktionsvorsitz wurde gestern Abend erst einmal verschoben. Dafür hielten die Piraten immerhin ihr erstes Wahlversprechen, transparent zu sein. Die Sitzung war öffentlich. Die Gesichter zeigen die Extreme der Berliner Wahl. Die Piraten haben das Schiff geentert. Von Bord müssen die Liberalen, ein Wahldesaster, das selbst die FDP-Bundesspitze zum Zittern bringt. Diese Niederlage ist nicht nur eine Niederlage für die Berliner FDP, sondern es ist eine Niederlage für die FDP insgesamt. Abgang auch für die Linke in die Opposition. Geschwächt hatte sie auch die Debatte um Antisemitismus und Mauerbau. Die Grünen mit einem Rekordergebnis, eigentlich neben den Piraten Gewinner der Wahl. Spitzenkandidatin Renate Künast wollte Wovereit beerben. Stattdessen landete sie auf Platz 3. Der Aufsteiger Frank Henkel, er schaffte es, eine zerstrittene CDU hinter sich zu bringen. Der Stimmenzuwachs ein Achtungserfolg, auch mit Strahlkraft für die Bundespartei. Wir haben heute, liebe Freunde, meine Damen und Herren, gezeigt, dass die Union auch in schwierigen Zeiten zulegen kann, gerade auch in Großstädten. Den eigenen Wahlkreis hat er zwar verloren, dennoch Feierlaune beim regierenden Bürgermeister. Es ist der dritte Wahlsieg in Folge. Wir haben immer eine Politik für die ganze Stadt gemacht. Wir haben nicht getrennt zwischen ehemals Ost und ehemals West, sondern wir stehen für die gesamte Stadt. Und so wird es auch in Zukunft bleiben. Eine Regierungskoalition mit den Grünen gilt als erste Option, allerdings mit ganz knapper Mehrheit. Wenn Berlin heute nach der Wahl erwacht, dann ist die Diskussion eröffnet über Personal und Koalitionen, nicht nur für das Rote Rathaus.